Wir begrüßen Sie aus Quebec. Willkommen zum nächsten Spiel beim Weltpokal 2020. Abschluss des vierten Tages hier in Kanada. Wir sind gespannt auf Kolumbien gegen Japan. Das ist der Auftakt der deutschen Gruppe. Die deutsche Mannschaft wird morgen beginnen mit ihrem Spiel gegen Jamaika. Jetzt also zwei erfahrene Mannschaften des Weltpokals, Kolumbien und Japan, die sich zuletzt im Achtelfinale getroffen haben im letzten Jahr. Jetzt also hier in der Gruppenphase. Schöne Stimmung hier im Stade de Québec. Wir freuen uns auf die beiden Mannschaftsaufstellungen. Kolumbien mit einer erfahrenen Elf, Ospina im Tor, James Rodriguez als hängende Spitze hinter Falcao. Das ist hier etwas offensiver dargestellt. Rodriguez wird der Mann hinter Falcao sein und soll wirbeln. Japan, eine Mannschaft, die von vielen genannt wurde als Team, das überraschen kann. Kawashima ist zurückgekehrt ins Tor. Eine Verteidigung geprägt von Nagatomo. Und eine Offensive mit großen Stars, mit erfahrenen Stars für die Japaner. Es kann losgehen, dieses nächste Abendspiel bei diesem Weltpokal. Wir sind gespannt auf Kolumbien und Japan. Die Japaner in den traditionell blauen Trikots von rechts nach links. Kolumbien hat Anstoß in Gelb-Weiß mit Falcao und Cuadrado. Erste Chance gleich genutzt. Kolumbien mit einem richtig guten Start in diesem Weltpokal. Keine zwei Minuten gespielt. Cuadrado. Und diese beiden Mannschaften, die können Spektakel. Kolumbien letztes Jahr mit tollen K.O.-Spielen. Falcao setzt sich zu leicht durch gegen Japans Verteidigung. Cuadrado steht frei. Und da ist es dann schon passiert. Das erste Gegentor für die Japaner und die Führung für Kolumbien. Das ging sehr leicht. Das ging zu leicht aus Sicht der Japaner. Ohne Ballkontakt, 0:1 hinten, Traumstart für Kolumbien. Auch bei ihnen haben viele gesagt, die müssen mal so richtig überraschen. Eine Mannschaft, die eingespielt ist wie kaum ein Team hier in Kanada. Stars hat, die international auf den ganz großen Erfolg noch warten. Gute Kopfballmöglichkeit für die Japaner. Danke von der rechten Seite. So, und jetzt startet Kagawa für die Japaner. Chance nicht genutzt zur schnellen Antwort für die blaue Samurai. Nagatomo, Linksverteidiger, ist der Gestalter von hinten. Kagawa, der Macher im Mittelfeld. Dann haben sie auch einige junge Spieler in der Startelf, die sie in den letzten Monaten rangeführt haben seit der Weltmeisterschaft. Und einige hocherfahrene Spieler. Die Mischung soll es machen. Und vor allem er, Shinji Okazaki mit der Elf, hat bislang bei allen drei Weltpokalen jeweils einmal getroffen für die Japaner.
Tja, letztes Jahr Achtelfinale beim Weltpokal in Australien. Das hat Kolumbien gewonnen. Da gab es spektakuläre 10 Minuten, in denen drei Tore fielen. Führung Kolumbien, Ausgleich Japan, 2:1 für die Kolumbianer. Dann war es das auch mit dem Spiel. Danach kam nicht mehr so viel von beiden Seiten. Kawashima sicher vor Falcao. Und eine Station später war dann für Kolumbien Schluss gegen Ghana in einem Spiel geprägt von Highlights, geprägt von Kuriositäten. Eigentor der Kolumbianer und dazu vielleicht eines der besten Spiele beim Weltpokal im letzten Jahr überhaupt. Das Viertelfinale in Perth, das ist mir durchaus in Erinnerung geblieben als ein wirklich tolles Fußballspiel. Falcao, nächste Chance, Kolumbien legt nach, Radamel Falcao zum 2:0. Er war der Mann in der Qualifikation gegen Bolivien, Radamel Falcao hat einen sehr großen Anteil daran gehabt, dass Kolumbien die Quali souverän geschafft hat gegen die Konkurrenten aus Südamerika. Wieder ein langer Ball für Radamel Falcao. Diesmal macht er es selber. Tja, zu früh, um zu reagieren. Aber der Start der japanischen Defensive wirft Fragen auf. Fragen, ob das Team das erfüllen kann, was ihnen viele zugetraut haben. Auch in Japan gibt es einen durchaus kritischen Vergleich aus Sicht des Männerfußballs. Die Frauen vor 5 Jahren hier in Kanada im Finale, 2011 ja sogar Weltmeister geworden, haben wir sie jetzt bei der letzten WM im vergangenen Jahr in Frankreich nicht mehr geschafft, ganz daran anzuknüpfen. Aber sowas müssen die Männer erstmal leisten. Und der Auftakt nach einer Viertelstunde macht große, große Probleme für die Japaner in einer Gruppe, in der das Weiterkommen mit dem Start knifflig werden kann. Nächstes Spiel gegen Deutschland, auch die kennt man vom Weltpokal 2015. Gruppenphase, zweiter Spieltag, genau die gleiche Situation. Nur, dass Japan damals den Auftakt sogar gewonnen hatte gegen die Elfenbeinküste. Letztes Jahr überhaupt das erste Mal ins Achtelfinale gekommen beim Weltpokal. Sie waren die erste asiatische Mannschaft. Australien folgte ein paar Tage später. Und Saudi-Arabien machte das Trio komplett. Tja, Ospina mal ein bisschen geneckt vom Mitspieler. Solange das die einzige Situation sein wird, in der Ospina alt aussieht, ist Kolumbien auf einem guten Weg. Lerma. Moika. Eigentor gemacht beim Quali-Hinspiel gegen Bolivien. Und damit in La Paz den Gegner nochmal wieder reingeholt. Cuellar, der Doppeltorschütze, ist gar nicht in der Startelf, sitzt auf der Bank. Ecke, Quintero. Cuadrado. James Rodriguez, bislang noch nicht entscheidend gewesen für dieses Spiel in dieser ersten knapp eine halbe Stunde hier in Quebec. Moika, Ball rutscht durch. Glück für die Japaner. Nakajima, das ist eines der großen Talente, einer der Hoffnungsspieler der Japaner auf der linken Seite. Nakajima mit der 8. Dem traut man zu, vielleicht mal wirklich so eine Laufbahn hinzulegen, wie es ja schon einige Japaner vorher geschafft haben. Japan hat sich in den letzten Jahrzehnten ja wirklich rangearbeitet.
fußballerisch fester Bestandteil geworden der großen Turniere. Asienmeisterschaft. Auch bei den Männern gab es Erfolge. Okazaki! Moroya, noch nachgesetzt, noch nicht geklärt. Versucht es selber! Anschluss für Japan durch Moroya, das 1:2. Bringt die Japaner zurück ins Spiel. Erst scheitert Okazaki an Ospina. Und dann hält keiner der Kolumbianer es für nötig, Moroya wirklich ernsthaft zu stören. Und der macht das dann richtig stark, richtig abgeklärt zum ersten Turniertor für die Japaner. So, das nochmal Okazaki. Ospina eigentlich gut. Der Ball ist weit weg vom Tor. Es wäre genügend Zeit da gewesen für Rames. Und dann wunderschön abgeschlossen von Moroya zum 1:2. Japan ist wieder drin im Auftaktspiel. Knappe halbe Stunde gespielt. Wir haben das Ergebnis vom letzten Weltpokal, vom Achtelfinale. Shoji. Tja, Moroya, Rechtsverteidiger, jetzt wieder auf der Position, die er eigentlich spielt, hinter Doan. War mal weit vorne und hat das dafür sehr abgeklärt, sehr gut im Stile eines Stürmers gemacht. Wieder Moroya. Tja, wieder schaut Kolumbien zu. Jetzt kommt Gegenwehr von Barrios, der gewinnt das Duell, aber davor wieder sekundenlanges Zuschauen. Was macht der gerade erfolgreiche Moroya? Andere Seite, Cuadrado im Laufduell mit Yamaguchi. Rausgeköpft und Moroya ist zur Stelle. Yamaguchi davor wichtiger Sieger gegen Cuadrado. Doan. Moroya. Okazaki. Warum denn nicht? Shinji Okazaki. Letztes Jahr eines der Highlights, das Spiel gegen Spanien am letzten Gruppenspieltag, wo die Japaner die Überraschung perfekt gemacht haben in dieser wirklich schweren Gruppe mit Argentinien und Spanien. Dazu noch Costa Rica. Die haben es auch geschafft, das Weiterkommen. Sind dann knapp raus gegen Kroatien. Die Kroaten Gruppensieger vor Kolumbien und die Japaner, wie erwähnt, als Gruppensieger raus gegen die Südamerikaner. Aber da war vielleicht sogar noch mehr drin. Falcao für Moika. Gut gemacht vom Kolumbianer. Schöner Abschluss. Kawashima. Bisschen unsicher, hat Glück, dass die Verteidigung mitspielt und aufpasst. Nächster Anlauf, Cuadrado gegen Nagatomo. Arias. Hinten rechts bei Kolumbien, bislang vorne noch gar nicht gesehen. Zieht jetzt auch mal nach innen. Arias. Arias und Falcao. Kawashima, Nagatomo rettet. Cuadrado, nächster Anlauf. Einmal rüber. Moika. James Rodriguez. Falcao gesucht. Kopfballduell verloren gegen die japanische Innenverteidigung. Quintero. Versucht es auch nochmal aus der Distanz. Wieder Eiji Kawashima. Drei Chancen per Distanzschuss für Kolumbien. Dreimal ist Japans Torwart da. Den haben sie nochmal zurückgeholt für den Weltpokal. Hatte eigentlich so in den letzten Monaten schon seine Karriere ausklingen lassen bei den Japanern. So schien es zumindest. Jetzt hat man ihn nochmal gewonnen für das Tor und als Nummer 1 dann auch konsequenterweise aufgestellt.
drei Weltmeisterschaften gespielt von 2010 bis 2018. Ob eine vierte dazukommt 2022, wenn Japan denn qualifiziert ist, wird sich zeigen. Aber für den Weltpokal nach dem Erfolg im letzten Jahr wollte auch Kawashima nochmal zurückkehren. Halbzeit in Quebec, 2:1 führt Kolumbien. Nach einer Viertelstunde schien es deutlich zu werden. Die Japaner haben es geschafft, den Offensivdrang der Kolumbianer zu stoppen, haben den Anschluss geschafft durch Rechtsverteidiger Moya. Wir melden uns gleich wieder hier mit dem Abschluss des Tages, Auftakt Gruppe F, die deutsche Gruppe, in der morgen ja die deutsche Mannschaft gegen Jamaika beginnen wird. Jetzt zunächst bald in einer Viertelstunde hier in Quebec, Kolumbien gegen Japan, Teil 2. Bis dann.